Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Heute möchte ich aber mit euch über Burnout und Mobbing sprechen. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Burnout und Mobbing, hartes Thema, beide. Und für mich energetisch aber fast das Gleiche. Ich mache auch Energiearbeit. Ich habe die von Schamanen gelernt, ich habe sie von Heilern gelernt, in Afrika, in Amerika, auch hier in Deutschland. Energiearbeit ist nichts anderes wie: Ich komme in einen Raum rein, ich fühle mich in diesem Raum wohl oder ich fühle mich in diesem Raum unwohl. Ich lerne Menschen kennen, ich mag sie oder ich mag sie nicht. Das ist Energie. Und zwar unsere eigene Energie. Mobbing und Burnout. Mobbing ist das eine: Warum mobbt der mich? Warum mag der mich nicht? Und Burnout ist: Wieso bin ich leer? Ich kann nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr, ich kann nichts mehr leisten. Sind beides Energiewellen, die eigentlich nicht zu uns gehören. Warum reagiere ich auf den, der mich mobbt? Warum lasse ich es zu? Was hat der gegen mich? Das sind alles Energieresonanzthemen. Was passiert in mir selber, wenn ich auf diesen Menschen treffe? Warum reagiere ich auf seine eigene Unzulänglichkeit? Das ist Energie, die ich selber bei mir ändern kann. Denn wenn ich nicht auf ihn reagiere, in dem, wie er das gerne hätte, dann würde er mich auch nicht aussuchen. Das heißt, unbewusst gebe ich ihm die Möglichkeit dazu, seinen Frust, seine Wut an mir auszulassen. Wenn ich da aber drüber stehe, wenn ich aber sicher in mir bin, wie es die anderen auch sind, dann würde er nicht mich aussuchen. Burnout. Burnout ist etwas, was jeder von uns kennt. Es wird verschwiegen, es wird oft anders genannt, es wird einfach: Oh, ich bin müde. Es ist nichts anderes wie energieleer sein. Wenn ich zu einem Arzt gehen würde und sagen würde, ich fühle mich in der Arbeit leer, dann kommt als Reaktion, dann nehme ich sie 1-2 Wochen raus, dass sie sich wieder auffüllen können. Aber warum macht mich das leer? Warum ist das so? Warum lasse ich es zu? Das ist diese Energiearbeit, die ich meine, um sich selber wieder aufzufüllen. Vielleicht hat man keinen Energiekraftort bei sich zu Hause. Oder man fühlt sich nicht sicher in seiner eigenen Haut und merkt selber, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. Ja, dann lassen Sie mich helfen und ändern es. Genaue Infos, wie das alles vonstatten geht, ist individuell. Das heißt, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Jeder ist in seiner eigenen Resonanz so drin, dass es individuell angepasst werden muss. Das heißt, ich kann niemals genau sagen, das ist der Weg, so geht's, so läuft's. Da muss man immer miteinander reden. Ich finde Schulmedizin toll. Ich würde auch niemals ohne die Schulmedizin auskommen wollen. Ich bin auch keine Heilerin. Bin ich nicht. Ich mache nur Energiearbeit. Das heißt, mit Kinesiologie, die jeder selber kann, was mir gut tut, stärkt mich und was mir nicht gut tut, schwächt mich. Und das ist Mobbing und Burnout genau das Gleiche. Es schwächt uns und es soll uns nicht schwächen, sondern es soll uns stärken, indem es uns zeigt, da ist ein Energieloch. Und wie man das wieder auffüllen kann, darüber lasst uns reden. Ich freue mich auf Kommentare, Likes, schreibt mir eine E-Mail, wenn ich euch helfen kann. Mache ich gerne. Bis dann.